Ich höre da. Willst du noch ein oder soll ich vorfahren? Mir geht schon den Kommentar dran. Wir haben sogar zwei Tankstellen. Nee. Ja, ich warte nur, bis wir tanken gefahren müssen. Haben wir ob dann Hoftankstelle? Ganz links oben zu Feld 1. Ja, Hoftankstelle haben wir nicht, gell? Ich glaube nicht. Kann ich mal kurz vorbeifahren? Ist die hier Traktor-Optimat? Wäre halt nicht verkehrt, wenn sie was wäre. Ja, nicht so ganz. Ich kann tanken. Schon mal viel wert. Ich hab getankt. Mit einem Fahrzeug, was 0,2 Betriebsstunden hat. Naja, also ich weiß nicht, ob man da so mit dem Trecker... Also ja, Wendekreis... Ja, so schon möglich sein. Den kriege ich nicht mehr. Mit LKW wird es schon eng. Ja, stopp. Nur man kann auch neben der Tankstelle. Thema vergessen, richtig entlasten. Ja, du. War ja dein Baum. Aber du hast da vorne angefangen. Ich weiß. Schon dir sind wir der was den Baum fällt. Traktor gegen PKW. Traktor gewinnt. Ist ja logisch, oder? Nicht unbedingt. So, willst du mitfahren? Ja, packen wir nach der Stütze nochmal. So. So kann man nämlich Leute auch mitnehmen. Du willst einfach zum Bahnhof, gell? Ach so, zum Bahnhof, okay. Ja, dann können wir dort gleich entladen mit dem großen Kran. Und dort bei der Sägemühle muss man dann wieder zurück entladen oder geht das von Dings aus? Da wäre es, glaube ich, automatisch gegangen. Ich meine, wenn wir mit dem Zug zur Sägemühle fahren. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht. Testen wir einfach mal, das sehen wir sie. Da. Machen wir wieder unsere berühmten 105 Minuten, oder? Jo. 105 Minuten sind aus. Oh, 12.000 Einnahmen Ernte. Ich kenne die richtige Story dahinter nicht, das ist halt der Punkt. Wenn unser Let's Play schaut schon. Von Factogo, ja. Eine Stunde darüber in guten Zug. Ja, oder? Ich guck gerade. Wo hat denn der Ladepunkt da? Hinten da, glaube ich, oder? Ja. Da, hier hinten ist er. Irgendwie, nee, das geht glaube ich nicht. Was mache ich denn? Ach du Scheiße. Hä, da, nee, da kann man nur von Zug zu Zug laden. Dann fahre ich den Zug mal ein Stück zurück und dann können wir ja aufladen. Ja, aber wir müssen da reinkommen. Das ist ja kein Ladeplatz. Ne, pass mal auf. Nee.
Nee, weiß ich nicht. I have one problem. Was? Ach ja, wir auf. Wir müssen mit den anderen Zug nehmen. Bin in einer Einbahnstraße. Und mit dem Ding kann man nicht rückwärts fahren. Ja, ich dachte, wir gehen vielleicht weiter, aber da ist leider der Abgrund. Bevor wir jetzt mal gucken. Nee, wir müssten dann trotzdem wieder mit der Hand abladen, also fahren wir gleich persönlich rüber. Ja. Okay. Wir müssen drin wieder abladen. Mit der Hand. So wie das aussieht hier. Wie setze ich nochmal am Marker? Das Teil anklicken, was wo du hin willst, und dann schreibt er dir rechts unten. Aber es geht nur etwas, was du anklicken kannst. Das heißt, Sägemühle anklicken links, die ist Dollar Sägemühle, und dann kannst du Marker setzen. Wie kann ich denn das anklicken? Auf Escape musst du gehen, in Escape. Ah. Ed, mitfahren oder bist du schon weg? Ich bin schon zu Hause. Ich könnte mal gucken wegen einer Düngemaschine, da wollten wir noch. Spritzen, nee. Dingerstreuer. Streuer ist immer besser. Wo fahren wir jetzt hin, dass wir da runterkommen, da. So. Hoppala. Ja. Die Maus. Ups. Ich fahre da mal den Dünger. Dings vom Hund. Haben wir jetzt Dünger zu Hause nicht? Ist das Düngemeist, was wir zu Hause haben? Ich glaube ja. Ja, wahrscheinlich. Was halt, was du holst und wie viel reinpasst. Oder eine kleine, also. So viel passt okay. Da wahrscheinlich nicht rein. So, was haben wir da noch im Lager? Du verkaufst alles. Der Weg war zu weit. Jetzt hat sich dann eher beim großen Hänger aus. Ja, mal gucken. Noch auf den Raps. Wenn Berlock abladen geht, was wir da noch kriegen fürs Holz. Ja, warte, ich bin gleich da. Mit dem Lobby auch was. Verkaufen, Berlock das Holz verkaufen für uns. Das, was ich Weizen aufgeladen habe. Könnten wir am sinnvollsten über unsere Mäppelfee-Schmier schicken. Durch mit dem Zug. Problem ist, ich bin eigentlich dafür zu faul. Wir haben 24.000 Liter. Wir brauchen einen besseren Hänger. Na, passt schon. Verkauftes Holz. Ich meine, es passen ja 8000 rein, also ist so sind. Vielleicht muss ich noch dreimal fahren.
Na, nur wenn du dabei bist, ja, ein kurzer Hänger wäre schon nicht so schlecht. Dann werden wir mal gucken, was er kostet. Wir sind sowieso schon in den Schulden, also ist egal. Wie viel hast du jetzt? 8.000. Ich habe jetzt 8.000. Ja, aber dann hat so einen Länger. Wir haben einen großen Schlepperhammer, oder? Ja. Wir haben den ganz kleinsten Maltisch. Ja, aber so einen großen Hänger, 31.000 Liter ist das auch viel, gell? Sowas? 21.000 Liter. Was haben wir modmäßig? Der Unterschied zwischen den zwei? Ja, der Preis. Ja, aber wo ist der Unterschied zwischen den zwei Krillionen? Allein schon. Was für eine Krillione meinst du? Ja, die ersten mit 21.000. Wir haben nur hinten andere Zusätze. Wegen Pflegebereifung oder wie. Hä, von was redest du jetzt? Ja, die Kipper. Die. Ich weiß nicht. Welche du jetzt hast. TKD 307 und TKD 302. Beide 302. Beide 302, ja. Aber denk erstmal dran, dass wir noch eine Ballenpresse brauchen und einen Ballenwagen zum Aufsammeln für Rundballen oder Quaderballen. Ja, das haben wir ja vorerst mal noch nicht. Ach ja, wir können ja den Sammelwagen nehmen, stimmt ja. So, was haben wir im Mod, der Händestein? Der hat 31.000, das kostet stimmt, wir haben ja auch noch die IT-Rennen. Also wenn wir jetzt den 15.000er nehmen, der war... Ja, so war der 15.000er so ein Mittelmaß, der war einfach zu scheiße. Würde ich den 302er nehmen. Der kostet uns 27.000. Können wir es leisten. 27.000, 21.000. Was mal modmäßig. Ja, aber wir haben ja auch noch den HKD 302. Warte mal, HKD 302. Ja, aber das wäre halt wieder so ein komischer zum Rückwärtsfahren, scheiße. So, da ist der Unterschied. Stimmt, du hast recht. Deswegen, da nehmen wir ja, lieber den Schein. Genau, warte. Der hat 21.000 und kostet 27.000. Modmäßig kostet, haben wir nichts, was passt, gell? Der kostet ja. 28.000 und hat 21.000. Ja, ist aber teurer. Gut, dann nehmen wir den. Den 302er. Kostet 27.000. Farbe? Grün, weiß, braun. Grün, oder? Genau, mal irgendwas. Nimm mal, ich weiß nicht. Nimm doch orange. Ja. Es kostet, ist aber alles Aufpreis, ne? Ja, so. 100 Euro, die 100 Euro haben wir. Was nehmen wir dann? Braun. Ich weiß ja nicht. Also, weiß wäre natürlich auch mal extrem. Breitbereifung, normal. Was nimmst du denn jetzt? Kackebraun. Nimmst du Kackebraun? Kackebraun farbig. Keine Ahnung, was das heißt. Design. Dann nimmst farbig und. Breitbereifung und Kackebraun. 27.000. Dann nimmst Breitbereifung, machen wir Feuerstein. Breitbereifung, Kackebraun und farbig. Weil wir es können. 27.500. Hast du jetzt gekauft? Ja. Kann ich aber nicht mitnehmen, muss ja auch nach unten kommen, du mit dem Großen. Ja, ich verkaufe dann gleich den anderen. Genau, dann kann der andere gleich. Sonst wäre ich gefahren. Ja, da brauchst du einen großen Schlepper. Achso. Den hab ich. Dann ist den Kleinen nichts mehr Freude haben mit den Hängern. Aber ich habe es vorhin geschafft, aus der Einbahnstraße hier rauszufahren. Ja, aber ich würde sagen, dass das jetzt war für die Runde. Und wir dann anders mal weitermachen. Also Leute, bleibt gespannt und bleibt dran. Bis denn. Tschüss.